Nächster Checkpoint. Alles ist gut. Wir haben unsere Toys noch. Das finde ich super. Denn wer weiß, oder unser Toy noch, denn wer weiß, wann wir das mal gebrauchen können. Jetzt wird's hässlich. Das sieht nicht mehr so angenehm aus. Ach, du Kacke. Okay, Safe Spot gefunden. Unter frischem Safe, Safe 3, speichere ich mal ab. Jetzt muss ich, glaube ich, nur noch gucken, wie ich hier halbwegs überlebend vorbeikomme. Ja, so nämlich. Perfekt. Oh, und da sind zwei Schützen. Gut, dass sie mich noch nicht bemerkt haben. Eigentlich saublöd von denen, dass die mich noch nicht bemerkt haben. Aber gut für mich. Und jetzt hier runter, hier lang, hier durch. Ja, fast. Beinahe. Hier lang, ja, das war gut, soweit. Hier, hier, ja genau, perfekt. So. Und einfach runter. Geschafft. Jetzt hat einer von euch die Chance, hier dieses Gummigewehr... Nee, Quatsch, das ist ein... Was ist das? Ein Schwammgewehr. Kann er sich jetzt nehmen. Ich brauche Handschuhe und Schwammgewehr, das heißt, mein Säbel kommt weg. Und ich schieße dich mal hier einen rüber. Vor allem, du musst überleben, also ich darf dich nicht töten. Und dich ebenfalls. Sag mal, könnt ihr nur gerade ausschießen? Upsala, Entschuldigung. Ich wollte dich natürlich nach oben schießen. Ja doch. Da ist ein Portal, da komme ich nicht hin, okay. Ah, okay, ich muss euch auch wieder zurückschießen. Na, dich wollte ich eigentlich noch nicht zurückschießen. Erst wollte ich das Ding hier drücken. Oh, das sieht schon besser aus. Jetzt darfst du gerne zurück. Weil ich, glaube ich, nur auf diese Weise hier durchkomme, genau. Ja, ist ganz schick gemacht. Bevor du mich tötest, darfst du auch zurück und mich hier mal durchlassen. Vielen Dank. Gut, dass wir die Panzerhandschuhe noch haben. Jetzt können wir hier nämlich durch. Ja, sieht soweit eigentlich ganz gut aus, würde ich mal sagen. Stacheln. Kein Ding. Marschier du mal weiter. Hier ist auch keine Zeitbombe drunter. Also, bis jetzt. Nochmal stacheln. Schöne Symmetrie. Wunderbar. Und ein neuer Safe. Nehmen wir mal Safe 4. Ja, hier unten, da geht's zum König, aber leider zeigen die Pfeile in die falsche Richtung. Ah, wie ärgerlich. Okay, irgendjemand, der hier unten, der legt die Pfeile um. Okay. Da warte ich nochmal bis jetzt und marschiere jetzt mal drüber. Ja, so sieht gut aus. Hier unten nochmal genau umgekehrt. Marschiere ich, will ich jetzt drüber? Ich will jetzt drüber, ja. Jetzt und hier. Sehr gut. Bringt es mir was, nicht rüber zu gehen? Mache ich mir gerade ein paar Gedanken, die ich festhalte auf Safe Nummer 5. Drück das Ding, Freund. Danke. Eigentlich ist es hier nicht so gefährlich. Die sind alle nicht so schnell und nicht so... Ups. Ich sollte echt die Klappe halten. So, also, nochmal. Das ist gut. Und dasselbe machen wir jetzt gleich nochmal, ohne zu sterben. Wenn es geht. Perfekt. Gehen wir mal wieder auf Safe 1. Ich werde echt zum notorischen Dauerspeicherer. Ist mir ein bisschen unangenehm, aber noch unangenehmer wäre es mir, wenn ich hier die ganze Zeit verrecken würde. So, jetzt sieht's aus, als bräuchte ich so einen Schalter. Ein einmal und nie wieder Schalter. Kaboom. Um hier an die Engelsflügelchen zu kommen. Ja, wie machen wir das denn am besten? Ich würde mal sagen, irgendwie hier. Diese Stage ist verwirrend, weil sie halt nicht mehr so einen einzelnen Weg hat, sondern irgendwie läuft man kreuz und quer und hin und zurück und plötzlich ist man da und teleportiert sich dorthin und was weiß ich. Das ist echt gar nicht mehr so einfach, den Überblick zu behalten. Da hilft die Minikarte nicht mehr sehr viel. Also gar nicht mehr. Muss man schon sagen. Gut, was sind denn das jetzt hier? Orange Schalter, die schalten ja immer einen Weg gleichzeitig frei. Hier ist ein Weg. Ich
glaube, einer meiner Grunts muss sich hier auf Abenteuerreise begeben. Könnte das sein? Die Frage ist nur, wie? Wie komme ich hier hin, zu diesen orangenen Teilen? Hier über Buddeln und über Fliegen und über... Wow. Über keine Ahnung. Das ist übrigens mein Startpunkt. Haha. Ich glaube erstmal alles auf, dann wird gespeichert und dann gucken wir mal weiter. Also ich glaube, ich brauche die Flügel. Also ich bin mir sicher, ich brauche die Flügel da unten. Nur wie es dann weitergeht, ist die Frage. Hier, Schützen, Spaten, alles vertreten. Nur der richtige Weg könnte auch noch dabei sein. Das wäre vielleicht ganz gut. Ich gucke jetzt mal, was macht der Schalter. Der schaltet wahrscheinlich das in der Mitte hier frei. Genau, und dann wieder hier. Dann geht das außen frei. Ah, da ist ja was. Da ist ja ein roter. Roter Halteschalter. Das ist gut. Erstmal gucke ich noch, was das hier macht. Wenn ich... Doch, ja. Da geht links unten auf und hier... Geht alles zu. Sehr nutzlos. Hier ist der rote. Ja, super. Fliegen kann ich leider noch nicht. Ich muss irgendwie an Fluggerät drankommen. Ah, klar, hier komme ich ja an ein Fluggerät dran. Dann fliege ich hier hin, hol mir den Schalter. Dann geht's... Wo geht's dann lang? Dann geht's irgendwie hier hin. Ja, das irgendwie irritiert mich gerade. Klar, über dieses Portal geht's dann irgendwie nach hier oder so wahrscheinlich. Und dann kann ich mir den Checkpoint holen oder so ähnlich. Auf jeden Fall komme ich hier dann nochmal an Flügel. Ich überlege halt gerade, wem ich die Flügel geben möchte und wem nicht. Ich habe einmal die Schwammkanone und einmal hier unseren Zerhacken. Den Zerhacker. Und ich sehe jetzt gerade nichts mehr, was ich zerhacken kann. Aber mit der Schwammkanone könnte ich den vielleicht wegschießen. Und den. Ja gut, aber dann müsste ich die Schwammkanone ja behalten und dürfte mir nicht die Flügel holen. Was ja genau der Sinn des Ganzen ist. Das bedeutet... Okay, jetzt habe ich eine Idee. Das bedeutet, ich behalte die Schwammkanone und gebe das hier weg. Denn sobald ich diesen Schalter gedrückt habe und das hier aufgeht, kann mein Schwammmann hier ja durch, ohne dass er sich Flügel für krallen muss. Puh, ganz schönes Gedankenexperiment, Gedankenspielchen hier bei diesem Level. Das zieht sich auch mal wieder hin, das ist aber auch wirklich ein großes Level. Aber die bleiben einem dann auch in Erinnerung. Ich meine, der Anfang, als wir gestartet haben, mit zwei einsamen Grunts, sind wir immer noch allein, die dann über die Portale in ihre eigenen Gebiete kamen, sich durchgekämpft haben, sich vereinigt haben, vereint haben und jetzt gemeinsam Abenteuer bestreiten. Irgendwie so. So, du fliegst jetzt hier rüber. Sehr schön. Ich glaube, du kommst nicht mehr zurück oder vielleicht gerade noch so. Gut. Möchte ich dich zurückhaben? Ich möchte erstmal speichern. Kommst du überhaupt zurück? Flup, 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 flup. Ja, du schaffst es gerade so zurück. Ist das sinnvoll? Kein Plan. Wenn ich hier wäre, dann kannst du eingesperrt eh nichts machen. Ich glaube, ich hätte dich doch gerne bei mir. Hier ist ja zu. Grrr. Das so sinnvoll war, das weiß ich nicht. Ich glaube, das mit dem Zurückfliegen war auch Quatsch. Ich sehe nämlich gerade diese Laser hier. Die sind ja auf Dauerbetrieb gestellt. Da komme ich überhaupt nicht dran vorbei. Das heißt, einfach mal rein ins Portal. Okay, und mein Freund hier darf jetzt alles schalten und walten, damit du hier vorankommst. So sieht's jetzt mal aus. Das heißt, erstmal kriegst du neue Flügel. Ja, finde ich vernünftig. Du kriegst jetzt neue Flügel. Oh yeah. Jetzt kannst du mit dem Tornado-Wind hoffentlich mal hier... ja, genau solche Idioten ausschalten. Drück den Schalter. Danke. So. Trifft der? Der trifft tatsächlich, aber... Bin mir nicht sicher, ob der dich wegschleudert. Irgendwie, du bist auf einer höheren Ebene. Funktioniert. Perfekt. Ich glaube, der Schalter rechts oben... Nee, links oben. Jetzt weiß ich auch, wofür der gut ist, nämlich... Haha, hierfür.
gerade Linie. So. Nee. Der hat es nicht gebracht. Rechts oben, vielleicht. Gerade Linie und Feuer. Hey, 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 hey. Oh, oh. Freundchen, du machst mir gerade Stress. Achso, ja, ich kann ja fliegen. Wie schön. Vielleicht sollte ich aber einfach fliegen und abhauen. Mit so wenig Leben, da, das ist ein Grund für einen neuen Speicherpunkt, finde ich. Jetzt ist die Frage. Nee, eigentlich keine Frage. Einfach zum König und fertig? Hier gibt's noch einen Schalter, der irgendwas freilegt. Der das vielleicht wieder freilegt, damit ich irgendwas machen kann. Das hier wäre vielleicht ein Secret gewesen. Entschuldigung. Ich muss da leider mal nachhaken und nachgucken, was sich da verbirgt. Muss sein. Ja. Flatsch. Sehr schön. Das Secret hätte ich jetzt gern noch, nach dem ganzen Stress, den ich mit diesem Level hatte. Flieg einfach mal geradeaus drüber. Hoffentlich schaffst du das. Du schaffst das gar nicht mehr. Arr, jetzt muss ich meine Saves durchgehen. Ganz falsch. Ich würde das Secret einfach gern haben. Auch nicht so richtig, richtig. Ich gebe es auch notfalls auf. Auch nicht so richtig, richtig. Jungs, Save 5, was sagst du? Du sagst... gar nicht mal so übel. Möchte ich? Oder möchte ich nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich möchte. Ich hab's mir verdient, mir dieses Secret zu holen. Finde ich. So. Du gehst jetzt hoch. Du lässt mich jetzt durch. Ich glaube, ich kann mir jetzt schon mal das Flugteil holen. Nee, ah, nee, kann ich noch nicht. Oh Gott, ich dachte schon, das wäre es gewesen. Das Problem ist, ich muss die Dinger hier ja noch aufhacken. Jetzt auch nochmal schön auf Save 1 gespeichert. So, da verbirgt sich nirgendwo was drunter. Das heißt, ich kann auch immer nur einen aufhacken. Sollte reichen. Hack. Hack. Hier genauso. Hack. Hack. Hui. Und hier genauso. Hacke die Hack. Du darfst hier schon mal drauf gehen und du holst jetzt die Flügel, mein Freund. Safe 1 ist jetzt mein alles wird gut safe. Noch ist alles offen. Du gehst auf diesen Pfeil, konkret auf diesen Pfeil drauf. Muss ich mich nicht um dich kümmern, das schaffst du alleine. Und da, da, da. Das wird, Leute. Keine Sorge, das schaffen wir. Ach, ja, ja. Das ist ein Stress mit den Grunts, ne? Flügel und hier rüber. Jetzt kann ich hier drauf. Gerade drüber fliegen. Gerade ist von Vorteil. Warum habe ich nicht genug Flugkraft gehabt? Flugkraft. Warum? Save 2. Verrat du es mir. Flieg hier rüber. Flieg hier drauf, dann darüber und dann geradeaus durch. Zur Hölle! Nochmal gucken. Nochmal überlegen. Kann ich hier irgendwie effizienter drüber fliegen? Hier muss ich drüber fliegen. Muss ich nicht. Scheiße. Dieses Spiel ist so krank, wie perfekt man sein muss, um dieses Secret zu kriegen. Das ist wirklich der Hammer. Ich hab's jetzt. Was mir fehlt, ist ja nur ein Feld, das ich fliegen kann. Und das ist genau das Feld, das ich hier verliere. Das heißt, ich muss hier runter zurückgehen. Wahnsinn. Das Spiel überrascht mich. Es ist kniffliger, als man glaubt. Vor allem, wenn man so die ersten ein, zwei Stages sieht, denkt man, ja, oh, geht ganz gut durch, straightforward, so in der Art. La la la. Kein Ding. Und dann bekommt man das hier vorgesetzt. Ja, ja. So, bitte noch einmal schalten, bitte schneller. Dankeschön. Und das eine Bonusfeld wird uns jetzt retten. Bei der Suche nach diesem Secret. Das Level ist aber auch wirklich nicht gerade kurz, würde ich sagen. Und vor allem, es ist jetzt nicht so, dass ich da mal 10 Minuten lang Sachen wiederholen muss, weil ich Fehler gemacht habe. Naja doch, vielleicht am Anfang. Aber im Grunde
sind es viele Kleinigkeiten, die man hier falsch machen kann. So. Nachdem wir das jetzt haben, gib mir mein Geheimnis. Das ist nicht die Münze da rechts unten. Hier gibt es ja noch was. Das ist Flügel die Dügel. Und ich schätze, ich muss die Flügel irgendwie behalten. Save 3, rette mich. Ich bekomme auf jeden Fall neue Flügel. Wie komme ich hier am effizientesten durch? Hier kann ich ja schräg drüber laufen. Gut. So, und hier durch. Ah ja, ich... Oh Gott. Ich muss also eine weite, weite Strecke fliegen. Und deswegen musste ich eben irgendwie effizient vorgehen, dass ich das noch schaffe hier. Flugzeitmäßig. Offenbar war ich nicht effizient genug. Save 3, rette mich mal kurz. Wir machen das jetzt noch effizienter. Gut, hier muss ich drüber fliegen. Muss ich irgendwie draufkommen. Dann kann ich aber hier... Ich gehe mal nach links. So der quasi entfernteste Weg vom Ziel. Der mir hier aber... offenbar genau dieses eine Feld, das mir fehlt, noch gibt. Jawohl. Und mein Grunt dürfte jetzt das schaffen. Er fliegt auch einigermaßen effizient. Also er fliegt hier direkt schräg. Was ja sinnvoll ist, damit er hier nicht zwei Felder für fliegt. Und gerade so geschafft. Nee, ein Ticken muss er noch fliegen. Ein bisschen muss er noch fliegen. Ich würde gerne hier hin. Dann runter, dann hier, dann da, dann da. Save 4. Gucken wir mal, was passiert. Wow. And these broken wings. Sehr schön. Das R haben wir. Wenigstens einen Buchstaben. Ach, wie toll. Und Secret geschafft. Das war ein cooles Secret. So, wo man ein bisschen nachdenken muss, ein bisschen strategisch planen muss. Das gefällt mir schon sehr. Gerade mit diesem Fliegen, das eröffnet ja schon Möglichkeiten. Sagen wir es mal so. Lass mich hier raus und gib mir hier mal neue Flügel. Jetzt werde ich auch mal gucken, dass ich die beiden Gesellen hier ein bisschen effizienter verprügele. Flügel her. Dadadam. Jetzt geht's hier zu dem. Und ich gehe mal wieder auf Safe 1, denn es läuft gerade gut und Safe 1 ist der Safe-Platz für die Sieger. Sag ich mal jetzt so. Hallöchen, du kriegst erstmal. Hey, 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 meinen Wirbelwind ab. Alles gut. Jetzt meine große Frage: Kann ich den Wirbelwind auch einfach durch diese Mauer schießen? Das ist es, was ich hätte machen sollen, um nicht bis zum geht nicht mehr verprügelt zu werden. So, jetzt heißt es: Kann ich hier hin? Muss ich gerade mal gucken, weil irgendwie ist hier ja nichts. Ne, da kann ich auch nicht hin. Also auch nicht mitfliegen, offenbar. Das heißt, hier rüber. Checkpoint. Oh, Speicherplatz 6 wird mich retten. Und jetzt geradeaus durch. Jetzt haben wir wenigstens ein Geheimnis. Da bin ich jetzt sehr froh drüber. Okay. Bevor ich jetzt irgendwas Komisches mache, würde ich gerne diesen Schalter drücken und gucken, was passiert. Wird dann mein Grunt hier wieder freigeschaltet? Nö. Irgendwas anderes passiert. Da. Die zweiten Flügel kommen. Die mir aber nichts nützen, oder? Ich könnte hier zurückfliegen. Könnte mir die zweiten Flügel schnappen. Könnte nochmal irgendwo hier hinfliegen. Das Portal kann ich ja nochmal betreten. Dann wäre ich wieder hier. Und dann gibt's hier doch auch nichts mehr. Also irgendwo verbirgt sich hier offenbar noch ein Geheimnis. Aber bevor ich das lüfte, schaffe ich, glaube ich, erstmal das Level. Gib mal da Warpstein-Teil, please. Lalalalalala. So, ein Hoch auf den König, der jetzt endlich seinen Teil bekommt. Seinen Superteil. Und ein Hoch auf uns, der wir dieses Level erfolgreich bewältigt haben. Level 3 von Honey, I Shrunk the Grunts. Worin badet unser König da? Was ist das? Soße? Milch? Kakao? Ich glaube, der badet in Kakao. Das ist mal eine coole Idee. Was sagen die Statistiken? Die Statistiken verraten uns Folgendes. Bitte warten, sagen sie erstmal.
Und jetzt sagen sie, kabam, wir haben gar nicht so lange gebraucht, fast alle Tools gefunden, ein Secret halt gefunden, knapp die Hälfte der Coins und einen Buchstaben. Ich frage mich, ob wir den anderen noch finden, aber einen Cheat gibt es dafür ja eh nicht. Trotzdem werden wir es natürlich versuchen. Ich bin scharf auf Buchstaben, ich will die unbedingt haben. Und ihr könnt mich dabei begleiten beim nächsten Part von Let's Play Grunts. Bis dann.